erwischt. Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und ich habe heute Prestige 2 erreicht. Dazu wollte ich heute einfach mal ein Video machen. Was das im Einzelnen bedeutet, die ganzen COD-Freaks unter euch werden das wissen. Für die, die nicht wissen, was das bedeutet, erkläre ich das jetzt kurz. Und danach folgt noch ein, zwei Gameplays. Mal gucken, wie viele das werden. Vielleicht entweder Normal- oder Hardcore-Mode, weiß ich noch nicht genau. Lasst euch da mal überraschen, bleibt jedenfalls dran. Prestige bedeutet nichts anderes als, ihr habt Level 55 Maximalstufe erreicht. Danach müsst ihr den Levelbalken noch einmal bis Richtung Level 56, soweit geht es aber nicht, füllen. Danach könnt ihr das aktivieren. Geht ihr im Menü auf Start. Geht hier auf Fortschritt und Freischaltung. Habe ich übrigens gerade schon mal aufgenommen, weil, wie man sieht, habe ich hier gerade Level 1. Ich wollte es für euch eigentlich mal aufnehmen, hatte aber dummerweise meine Facecam an dieser Position, was dumm ist, weil ich noch was dazu sagen will, wenn man gleich in der Lobby ist, was das euren Gegnern sagt, dieses Logo hier. Dazu aber zum Schluss noch. Jedenfalls bedeutet das, ihr geht ja erstmal drauf, geht hier oben rechts auf dieses Kästchen und da steht dann Prestige aktivieren. Bla bla bla, wollt ihr das wirklich aktivieren, hast du nicht gesehen. Das Prestige bewirkt nichts anderes, als dass ihr dann Prestige 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis 10 geht's, halt in der Prestige-Stufe seid und ihr levelt wieder komplett von vorne. Ihr seid quasi Level 1 und müsst alles nochmal neu freischalten. Erstmal bis Level 5, damit ihr euren eigenen Klasseneditor wieder machen könnt, eure eigenen Perks, Waffen, wie ihr es am besten hättet. Wenn ihr das aktiviert, dann bekommt ihr einen Freischalt-Token. Mit diesem Freischalt-Token könnt ihr irgendwie, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, boah, ich spiele die Schwertfisch übelst gerne, das ist die letzte Waffe, die man freischalten. Und bis Level 55 ist ein langer Weg, dauert echt lange. Und ich spiele nicht wenig und bin trotzdem erst Prestige 2. Kleine Nebeninformation, das hat irgendein Freak, ich glaube aus den Staaten, innerhalb von 3 Tagen das maximal Prestige erreicht. Danach ist man Prestigemeister. Das ist für mich nicht mehr normal. Wie gesagt, man kriegt so einen Token, der sieht so aus. Warum das hier Gold leuchtet, weil ich es einfach schon freigeschaltet habe. Wie gesagt, du aktivierst das Prestige, startest bei 0, sagst aber, die Schwertfisch ist so geil, ich will nicht so lange warten. Aktivierst du den Freischalt-Token und dann hast du die für immer frei, egal wie oft du das Prestige noch aktivierst. Kannst du von vorne sofort, vorausgesetzt, man hat hier Klassen-Editor freigeschaltet ab Level 5. Den kannst du mit dem Token nicht freischalten, ist auch Käse, man ist ruckzuck, 2-3 Runden, dann hast du Level 5 erreicht. Ja, man kann halt alles damit eigentlich fast freischalten. Man sieht auch, auf welchen Stufen man was hier freischaltet. Entweder ein Perk, eine Wildcard, eine Abschlussjahre, hast du nicht gesehen. Völlig egal. Fakt ist, dass es nicht Pflicht ist, das zu aktivieren. Das ist einfach nur just for fun, weil man Bock hat. Ich zum Beispiel, ich suchte das Spiel extrem viel. Wenn du Level 55 bist, naja, dann schießt halt nur noch deine Leute ab, machst dann deine geilen Gameplays. Und das war's. Ich finde das aber immer wieder geil. Du gehst in eine Runde und schaltest immer wieder irgendwas frei, auch wenn du das ja eigentlich schon mal gemacht hast. Mehr ist es eigentlich nicht. Jetzt komme ich noch dazu, was das euren Gegnern sagt, wenn ihr das aktiviert habt. Denn ihr kriegt zu jedem Prestige ein gewisses Item. Das ist festgelegt. Prestige 2 sieht zum Beispiel immer so aus. wenn ihr in eine Lobby geht, hier hast du normalerweise, was weiß ich, 10, 12 Gegner. Und dann hast du hier dein Bild und hier hast du dein Prestige-Icon. Ich gehe gleich mal eine Runde, um das zu testen. Blöderweise joint man oft in eine Runde und dann ist dann der Vorführeffekt, dann kann ich das nicht genau zeigen. Jedenfalls siehst du deine Gegner. Und deine Gegner können ja von mir aus schon Prestige 8 sein. Und wenn du sagst, boah, Prestige 8 gegen so eine Freaks und Sucht, dies habe ich gerade einfach keinen Bock zu. Sucht, dann ist das für euch ein Indikator. Okay, so viele Gegner sind vielleicht schon Prestige 4, 5, 6. Die haben es dann wahrscheinlich auch ordentlich drauf. Und du hast aber jetzt einfach keinen Bock, richtig vor den Sack zu kriegen. Dann gehst du einfach aus der Lobby. Und gehst nochmal neu rein. Ich versuche das jetzt einfach mal, um mal kurz klar zu machen, wie das aussehen könnte. Der Vorführeffekt wird mir wahrscheinlich sagen, ich join jetzt wahrscheinlich, ne, das dauert schon zu lange. Naja. Kurzer Cut an der Stelle. So, hier sind wir wieder schnell erklärt. Hier kurz, und das ist das perfekte Beispiel. Hier seht ihr die ganzen Prestige. Der hier ist zum Beispiel, auch keine Ahnung, was das hier für ein Logo ist. Auf jeden Fall ist das ein Indikator für euch zu sagen, boah, bleibe ich jetzt in der Lobby, kriege ich eventuell total vor den Sack. Das hier zum Beispiel ist Prestige 1, das auch. Das ist halt Prestige 2, ich glaube, das ist 3 oder so. Und das ist halt noch irgendein Anfänger hier.
Ich gehe jetzt mal wieder raus, sonst joine ich dem Spiel. Ja, wie gesagt, das ist einfach nur ein Indikator für euch oder eure Gegner. Ist das jetzt ein eventuell starker Gegner? Es kann nur ein Prestige 5 sein, der hat überhaupt nichts auf dem Kasten. Es kann natürlich auch einer sein, der macht bis 55, aktiviert sein Prestige nicht und hat es aber richtig drauf. Da kann man sich natürlich täuschen. Im Prinzip ist es eigentlich nur just for fun. Man muss es nicht machen. Ich mache es auf jeden Fall immer wieder. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Gameplay, was ich jetzt hier noch hinten dran hänge. Ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt hinten dran hängen werde. Lasst euch einfach mal überraschen. Das nächste Video wird den Inhalt Road to Dark Matter beinhalten. Was das genau bedeutet, erkläre ich im nächsten Video auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall um die Waffentarnung. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Jetzt viel Spaß bei dem Video. Ein Daumen wie immer und ein Abo würde ich mich sehr darüber freuen. Viel Spaß, haut rein, ciao. Da ist doch gleich. Nicht mit der Titan zuspammen. Boah, im Nahkampf hast du keine Chance, nicht mal. Hast du keine Chance im Nahkampf. Du bist ein echten. Du, das war wirklich schlecht von dir. Nimm! Oh, danke, danke. Er hat's genommen. Ich musste jetzt einfach mal campen, weil ich einfach mal wieder eine vernünftige Abschussserie haben will. Und da geht's auch schon los. Und da der Nächste. Das Scharfschützennest ist einfach der Hammer. Spiele ich wirklich gerade wie so ein kleiner Lappen. Na, schade. Egal, das war jetzt der Wunsch. Ach, hinter mir, scheiße. Wir wollen ja verhindern, dass sie das Scharfschützennest weiter geiern. Was ist denn das, Alter? Lecken die?
Nein, scheiße. Egal. Weiter geht's. Ach, das macht Spaß. Schon der Kampfheli unterwegs. Och, da stand noch einer. Na, das war jetzt frech. Also, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Das wäre nämlich schon wieder mein Hellsturm gewesen. Also, warum ich jetzt so viele Schüsse gebraucht habe für den... Kann ich nicht erklären. Werfen Sie Vorräte über meiner Markierung ab. Ey, was passiert? Kriegst du vor den Latz? Aber irgendwie connecten meine Schüsse teilweise nicht so gut. Ja, ja. Du triffst natürlich jede Kugel durchs Brett. Verstehe ich nicht. Warum? Ich sehe nichts. Schön. Zum Kotzen, ey. Du bist schon weg und trotzdem wirst du ganz easy geholt. Die verstreuen sich hier. Dann steht wieder einer weit weg. Ja. 57-13. Es war okay, aber...